Bartgespräche. Na, ich bin gar nicht fertig. Interview. Hallo, meine Lieben, zu Hause mit den Schwimmhäuten zwischen den Zehen. Wir haben hier eher Sonnenbrand, wobei, nee, mittlerweile geht's. Mittlerweile sehe ich aus wie eine Tunesierin. Aber das macht jetzt nichts zur Sache. Naja, wir haben heute extra eingeladen unseren Amo Rosi, unser Jan. Hallo Jan. Hallo. So Jan, du wirst uns heute exklusiv erklären, was das hier ist. Das ist ein Waschbecken für die Füße. Für den Unterleib. Ja, ich boxe nicht mal den Unterleib. Das ja, also probiert. Was ist das? Nein, ich will es nicht sehen. Doch. Nein. Ja, man macht so. Und dann? Nein, nicht die Füße. Nein. Für was? Das ist für die Unterleibswäsche. Auf. Was ist der Unterleib? Ja, Rieke steht mal dann so. Das ist doch keine Toilette. Ja, der Eislauf. Ja, was ist das? Ja, was ist der Unterleib? Hier, habe ich ja jetzt gelernt. Ja, du lässt da Wasser reinlaufen, dann kniest du dich da drüber und dann so? Kannst du deine... Also ich mache jetzt nur trocken. Genitals waschen. Mach's nur trocken jetzt. Ich mal aus, ey, okay, ich glaube, das reicht. Ich glaube, das liegt heute einfach alles an zu viel. Ja, wir haben heute zum ersten Mal seit normales Bier, nämlich Panache, also Radler getrunken und irgendwie sind wir dadurch total bescheuert. Ja. Bier mit Bucher. Ja, ja. Als Bucher. Ja, ich hab's gehört gestern. Was ist Bucher? Bucher, das ist das Zeug in El Moradi-Cocktails, das Alkohol.